Stasis ist irgendwie tot. Oder doch nicht? Mit diesem Bild ist Stasis richtig, richtig geil auf den Hunter. Ihr haltet mehr aus, würde ich sagen, als ein Titan mit seinem Überschild. Und außerdem supportet ihr eure Gruppe damit auch noch richtig gut. Und wenn euch mein Content gefällt, lasst sehr gerne ein Abo da. Denn mein nächstes Ziel sind die 1000 Abonnenten. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Und ich bin auch immer wieder mal live auf Twitch. Schaut gerne mal vorbei. Ansonsten geht's jetzt weiter mit dem Video. Und zwar in diesem Bild geht es hauptsächlich um die neuen Exo-Arme vom DLC. Erneuerungsgriffe. Denn wenn wir eine Frühlichtfeldgranate schmeißen, ist die erstens größer und wir bekommen da drin weniger Schaden. Und wenn Feinde da drin stehen, machen die auch nochmal weniger Schaden. Und das ist vor allen Dingen, finde ich, im Endcontent so nice und es macht so viel Spaß, weil die Granate dauerhaft ab ist. Selbst, ich habe mal geguckt, selbst wenn wir einfach nur dastehen, jetzt irgendwo, wo nichts los ist und wir schmeißen die Granate, ist die Granate danach meistens auch wieder ready mit dem Bild. Also die ganze Zeit Granate, die ganze Zeit Damage Reduction, die Gegner sind die ganze Zeit eingefroren, können nichts machen, auch die Champions haben keine Chance mehr, es ist super geil. Hier zum Beispiel ist der Champion 40 Lichtlevel über mir. Und macht mir in der Granate ein Drittel weg. Sobald die Granate weg ist, bin ich One-Shot. Ich war in Vox Obscura drin, in 1580. Und bin mit Absicht mit 1540 reingegangen. Und ich habe alles easy weggesteckt. Es ist wirklich, es macht so viel Spaß. Es ist auch vielleicht ein Stückchen OP. Aber solltet ihr ein bisschen unterlevelt sein, könnt ihr es vielleicht so ein bisschen ausbauen. Fangen wir mit der Skillung an. Natürlich haben wir Frühlichtfeldgranate drin. Ganz klar, damit muss es halt funktionieren. Dann düstere Ernte als Aspekt. Und Berührung des Winters. Düstere Ernte, wir machen halt bei eingefrorenen oder verlangsamten Gegnern, die wir getötet haben, Stasisbruchstücke. Und bei Berührung des Winters haben wir den Effekt, dass bei unserer Frühlichtgranate der Radius erhöht ist und innen drin ein kleiner Kristall spawnt, den wir dann zerschmettern können, was dann mit den Handschuhen stackt und der Kristall viel größer ist und einen besseren Schutz bietet. Dann Fragmente. Wispern der Gefangenschaft. Das Verlangsamen durch Fähigkeiten hält länger an und allgemein unsere Fähigkeiten, die über Zeit gehen, sind auch etwas länger. Dann Wispern des Raureifs. Wenn wir ein Stasisbruchstück aufnehmen, bekommen wir ein Überschild für 10 Sekunden und weitere Bruchstücke stecken das hoch. Dann Wispern der Folter. Wenn wir Schaden von unseren Zielen kriegen, bekommen wir Granatenenergie. Und da wir die Granate meistens in die Feinde reinschmeißen, sage ich jetzt mal, bekommt man sehr oft Schaden. Also dadurch wird das alles nochmal ein bisschen beschleunigt. Dann haben wir Wispern der Bruchstücke. Wenn wir nämlich einen Stasiskristall zersplittern, bekommen wir für 5 Sekunden eine erhöhte Fähigkeitsregeneration. Und mit jedem zersplitterten Stein verdoppelt sich das. Also es stackt sozusagen dann auf 10 Sekunden, 15 Sekunden und so weiter. Und dann noch Wispern der Ketten. Wenn wir in der Nähe von eingefrorenen Zielen oder Stasiskristallen stehen, bekommen wir weniger Schaden. Das hilft uns dann auch nochmal ein bisschen mehr Damage einzustreichen. So, Exo, ganz klar. Erneuerungsgriffe. Ja, bei der Ausrüstung habe ich auf dem Kopf auf jeden Fall wieder drin harmonischer Siphon, dass ich halt Sphären der Macht erschaffe mit einer Waffe, die meinem Fokus entspricht. Dann habe ich drin psionische Schmieden, das nämlich Landpanzer länger hält. Und dann habe ich hier noch drin Quelle der Macht. Hände, einmal Granaten-Kickstarter, dann elementare Zeitdehnung. Wenn wir das drin haben, gepaart mit zum Beispiel Quelle der Macht nur einmal, haben wir nicht nur 5 Sekunden erhöhten Damage-Buff auf unseren Waffen, sondern es sind ganze 15%. Dann auf der Brust habe ich drin Elementarbruchstücke. Bruchstücke zählen als Elementarquellen, was dann halt nochmal den Damage unserer Waffe erhöht. Und für durch die Passiva unserer Fragmente nochmal eine erhöhte Fähigkeitsregeneration haben. Dann die Schuhe sind auf Solar. Hier haben wir nämlich drin explosiver Quellenschöpfer. Wenn wir Gegner schnell besiegen mit Explosionsschaden, bekommen wir eine Solarelementarquelle. Das Lustige daran ist, dass
Das Zersplittern eines Stasiskristalls auch als Explosion zählt, wenn da jemand durchstirbt. Das heißt, dadurch bekommen wir auch Solarelementarquellen. Der Grund, warum ich das drin habe, ist, dass ich nämlich dann, wenn ich eine Solarelementarquelle aufnehme, meine Granatenenergie nochmal verkürzt wird. Oder Lebensquelle könnte man reinnehmen, dass man halt noch ein bisschen mehr Leben kriegt. So, gepaart mit den Mods habe ich hier zum Beispiel das Automatikgewehr mit Stasis, mit Auskommen und vor allem den Grabstein. Ich finde, das ist schon ein bisschen wichtig, weil man durch Präzisionstodesstöße halt auch Stasiskristalle erschafft, die man halt dann zerstören kann. Wodurch man erstmal weniger Schaden nochmal bekommt, wenn man in der Nähe von einem Kristall steht und die Fähigkeiten allgemein schneller wieder da sind. Das Ganze kann man auch hier auf eine Handfeuerwaffe oder sonst was machen. Also im primären Slot würde ich auf jeden Fall eine Waffe mit diesem Perk empfehlen. Dann habe ich hier den aktuellen Season-Granatwerfer, der ja Solarschaden macht und wir auch dadurch, dass es Explosionsschaden ist, Solarelementarquellen erschaffen. Noch dazu haben wir einen richtig geilen Perk, den Landpanzer, wo ich ja die Mod auf dem Kopf habe, wodurch, wenn ich Gegner damit töte mit dieser Waffe, erhöhte Belastbarkeit habe und eine zusätzliche Schadensresistenz gegen Kämpfer habe. Aber allgemein könnt ihr jede Waffe reinnehmen, die Explosionsschaden macht. Zum Beispiel eine Sonnenschuss oder eine Handfeuerwaffe mit Explosivladung oder ein Bogen mit Explosivladung. Es muss auch nicht unbedingt Solar sein, weil gerade der Granatwerfer drin ist und der ziemlich viel Schaden macht und wir dadurch halt auch Landpanzer bekommen. Das heißt, wenn ich damit halt die ganze Zeit die Kristalle zerstöre, zum Beispiel in Erdgruppen oder so, habe ich halt wirklich ziemlich guten Damage Reduction dabei. Dann habe ich noch als Heavy-Waffe, jetzt gerade den Parasit dabei, finde ich für Solo eigentlich recht geil. Erst die ganzen Ads clearen, dann hat man mal 20 an Schaden und kann meistens die Bosse so wegmachen. Man kann aber auch eine Galahorn mitnehmen oder halt auch ein Stasis-Raketenwerfer, geht auch super. Aber so an sich ist das so das Bild, was ich gerade laufe. Und ich komme damit super klar, es macht vor allen Dingen auch super Spaß, ich spiele dann gerade nicht wirklich irgendwas anderes. Es ist halt schon echt geil und es macht super Spaß.